Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video möchte ich ein Programm vorstellen, das auch zur Microsoft Office Familie gehört, das heißt Sway, und soll dafür geeignet sein, Präsentationen zu erstellen, interne Newsletter, solche Dinge. Man kann sogar seinen Lebenslauf damit präsentieren oder eine Fotosammlung. Aber das ist, glaube ich, für unseren Bereich im Büro nicht so sinnvoll. Also gucken wir uns das doch mal an. Geschäftspräsentation, interner Newsletter. Was bietet mir hier Sway? Ja, schauen wir uns doch mal eine fertige Geschäftspräsentation an, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Also, das ist halt so die erste Folie. Dann klicke ich weiter. Also das ist jetzt noch nicht mit Inhalten gefüllt, aber man kann schon mal so einen Eindruck bekommen. Es ist eine Seite mit blauem Hintergrund, großer Schrift. Dann haben wir hier eine Seite, die im Prinzip dreigeteilt ist mit Text und zwei Bildern, die entsprechend animiert hier hineingefahren sind. Ist wieder eine blaue Folie mit großem weißem Text. Eine weiße Folie mit kleinerem weißem Text, ziemlich schlicht, schwarzem Text, ziemlich schlicht, würde ich sagen. Wieder die blaue Folie, wieder die weiße Folie mit Text. Und das Fazit ist nochmal die blaue Folie und dann nochmal einen Text. So, wenn wir jetzt mal Bearbeitung anklicken, können wir uns das nochmal genauer ansehen, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Also, im Prinzip ist es sowas ähnliches wie PowerPoint. Ja? Ich habe Texte, ich habe Bilder, die kann ich animieren. In PowerPoint-Sprache würde ich sagen, es gab einerseits Animationen von einzelnen Elementen, wie zum Beispiel die Bilder, die dann auf der Folie so hineingeflogen kommen, aber eben auch viel Animationen beim Folienübergang. Der Aufbau, wie man eine Präsentation erstellt, ist anders als in PowerPoint, ganz klar. Die nennen das hier Karten, diese einzelnen Seiten. Und hier sehen wir halt, es gibt den Text und dann diese beiden Bilder, die dazu kamen. Wieder die Kernaussage, wieder hier diese weiße Folie mit dem schwarzen Schrift und so weiter. Das ist alles ganz nett und sieht mal ein bisschen anders aus, gebe ich zu. Aber ich bin ja eher dafür zu sagen, nicht für jedes dann noch ein Programm und noch ein Programm und noch ein Programm, sondern lass uns doch mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich würde mal behaupten wollen, im Prinzip kann man so eine Präsentation, die wir hier gerade gesehen haben, auch mit PowerPoint erstellen. Ja, wenn man sich ein bisschen mit dem Programm auskennt, kann man diese ganzen tollen Animationen auch hinzufügen. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt mache ich hier nochmal auf Wiedergeben, um das nochmal ein bisschen zu kommentieren. Letztendlich würde ich jetzt mal sagen, wenn ich diese Präsentation jetzt an die Wand werfen würde und ich würde das so ablaufen lassen, dann würde ich mich hier halt schon fragen, wo ist denn jetzt eigentlich noch der Fokus meiner Zuhörer? Also, können die mir überhaupt noch zuhören? Können die mir noch folgen oder sind die von diesen vielen Animationseffekten irgendwie abgelenkt? Ja, also hier gerade bei dieser ist es so, da ist am Anfang viel Animation, wie die Bilder hier reinfahren. Da würde mir schon mal keiner mehr zuhören. Und dann, wenn das vorbei ist, können die mir wieder zuhören. Und dann haben wir hier, ja, Text. Ja, weißer Hintergrund, schwarzer Text, der nicht nacheinander erscheint, wie man es bei PowerPoint ganz einfach machen kann, so einfach da ist.
Das heißt, alle lesen jetzt erstmal den Text und dann können sie mir zuhören. Und das stört mich daran. ja, sehen Sie es mir nach, es stört mich. Und das hier ist auch, das ist doch ein bisschen schlecht. Es ist also einfach nur eine blaue Seite mit einem weißen Text. Ist mal ganz schön, dass es so ein bisschen schlichter ist. Aber mir fehlt doch so einiges hier. Und wenn ich dann jetzt wieder anfange und sage, okay, ich habe hier eine Überschrift, darunter habe ich verschiedene Aufzählungspunkte. Hier füge ich dann mein Unternehmenslogo ein. Dann habe ich wieder das gleiche wie in PowerPoint. Ja? Und da habe ich es wahrscheinlich schneller erstellt. Auch das hier finde ich zu schlicht. Also ihr wichtigstes Ziel und ihre wichtigste Absicht soll ich jetzt hier vorstellen. Ich bin einfach so irritiert, weil es einfach nur eine weiße Seite mit schwarzer Schrift ist. Ja, also wenn ich jetzt hier mal wichtigstes Ziel und wichtigste Absicht vorstellen wollte, dann hätte ich mir doch hier wenigstens mal ein bisschen Animation gewünscht. Aber das ist mir doch irgendwie, ich weiß nicht. Also vielleicht bin ich jetzt zu kritisch, ja, das kann sein, dass ich ein bisschen zu kritisch bin, aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt die Lösung meines Problems und ja, und vergesst PowerPoint, nutzt alles Way. Also so bin ich jetzt doch nicht überzeugt, ganz ehrlich. Ja. Und es sieht zwar moderner aus als die meisten PowerPoint-Präsentationen. Ich kann das gut verstehen, wenn Leute sagen, oh, hört auf mit diesen blöden PowerPoint-Präsentationen. Die sind so langweilig. Die haben jetzt alle schon einmal gesehen. Da kann man jetzt nichts Tolles mehr erwarten. Ja, es ist moderne im Design, ja. Auch das kann ich mit PowerPoint hinkriegen. Und ganz ehrlich, wenn ich, Entschuldigung, eine beschissene Präsentation habe, einen blöden Vortrag, dann wird der auch nicht besser, wenn ich jetzt Sway statt PowerPoint benutze. Und wenn ich in einer Besprechung bin, wo mir der Projektleiter oder der Chef oder wer auch immer Informationen vorstellt, eine Stunde lang, die ich genauso gut auch einfach in einem kurzen Memo auf den Punkt gebracht hätte lesen können und die Besprechungszeit dafür nutzen können, viel besser dann darüber zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, statt mir diese Informationspräsentation anzusehen oder eine Besprechung keinen roten Faden hat, dann wird das alles auch nicht mit Sway besser funktionieren. Ja, also ich würde einfach mal sagen, wenn ein Kollege auf Sie zukommt und sagt, hey, ne, probier da, vergess PowerPoint, probier doch mal Sway, viel geiler, viel besser, viel toller, viel schöner, würde ich sagen, bleiben Sie mal gelassen. Sie können sich gerne mal damit beschäftigen, wie man in PowerPoint auch interessante, gut erstellte, gut animierte Präsentationen zusammenbastelt, aber ich glaube, das ist bei Ihnen nicht unbedingt die Lösung. Sollte Sie das trotzdem nochmal interessieren, Sie sagen, Mensch, das ist doch eigentlich ein tolles Programm, das möchte ich mal jetzt ausprobieren. Gibt es hier Sway im Leben, nennen die das? Das ist irgendwie auch witzig, das so zu nennen. Aber wenn ich jetzt durchscrolle, ja, habe ich jetzt hier eine Anleitung, wie es funktioniert. Und da kann man dann auch nochmal einen Eindruck bekommen, wie so eine Präsentation dann aussieht. Ne? So. Hier wird vorgestellt, welche Layouts man benutzen kann, welche Formatvorlagen. Ist immer gut, mit Formatvorlagen zu arbeiten. Ja? Es erspart eine Menge Arbeit. Bildbeschriftung, unten, wo auch immer, linksbündig, rechtsbündig, zentriert. Anpassen einer Formatvorlage, damit sie auch ihre Corporate Design Farben und Schriften und so etwas benutzen können. Dann Hinzufügen von Bildern zum Ergänzen von Geschichten. Auf alle Fälle machen Sie es immer auch mit Bildern, egal ob jetzt Sway oder PowerPoint, immer mit Bildern arbeiten. Das sieht jetzt hier natürlich auch
klasse aus, dass dieses Bild sich bewegt und mein Text einfach so darüber bleibt. Kann man PowerPoint auch machen, aber wieder mein Kritikpunkt. Ich möchte, dass die Leute mir zuhören und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sind, zu beobachten, wie sich dieses Bild hier bewegt. Ja? So, wo dann jetzt Text hinkommt, rechts, links, oben, unten, keine Ahnung was, dann kann man die wichtigsten Teile des Bilds, sollen in jedem Fall angezeigt werden. Ja, Videos und animierte Bilder, ja, können Sie auch hinzufügen. Ja, ich klicke jetzt hier mal drauf. Ist ja alles ganz schön. Aha, es ist ein NASA-Film. Aussagen, die sich herausgeben, fett zu machen. Leute, das ist jetzt auch nicht die Weisheit, auf die ich gewartet habe. Ein Bild beim Scrollen vom Text statisch festlegen. Ja, das ist schön. Aber ganz ehrlich, in welchem Fall habe ich bitte schön so viel Text in meiner Präsentation? Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Also nur weil es ja, natürlich ist das witzig, ja. Und so würde ich sagen, im PowerPoint wusste ich jetzt nicht, wie das so einfach so geht, ja. Aber habe ich den Fall überhaupt in meiner Präsentation? Komme ich jemals in Verlegenheit, so einen langen Text was denn vorzulesen oder was? Hinzufügen von Farben, Hintergrund, was auch immer. Ein Text über ein Bild scrollen lassen. Ja, kann man auch machen. Ja, jetzt, also ich benutze jetzt das Rädchen an der Maus, um zu scrollen. Würde ich jetzt auch in gewisser Weise ein PowerPoint hinbekommen können. Gut, Smartphone. Also meine Geschäftspräsentation wird sicherlich nicht auf dem Smartphone präsentiert werden müssen. Fotoraster, Tweets, ja, das vielleicht für ein internen Newsletter, meinetwegen, ja. Diashow, ja, kann ich auch machen, hier so einen Stapel durchblättern. Wäre ich jetzt in der Lage, auch ein PowerPoint zu realisieren wahrscheinlich. Also, ja, was soll ich sagen? Brauchen wir das in unserer Präsentation? Also das ist einfach, also wer es sich ansehen will, mal ausprobieren will, gerne. Aber die Frage ist ja immer, wer ist die Zielgruppe? Welchen Zweck habe ich meine Präsentation? Was will ich denn darstellen? Für einen internen Newsletter ist das vielleicht mal ganz nett, ne? Dass man sagt, ja, sieht mal ganz schön aus. Das ist dann auch nicht so schlimm, dass das viel Text ist. Ne? Aber ob dann mehr Leute das lesen? Nun gut. Also wie gesagt, ich brauche es nicht. Vielleicht arbeiten Sie mit Sway. Dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Und bringen ihre überzeugenden Argumente dazu und berichten einfach mal aus ihrer Erfahrung mit diesem Programm. Ich werde es wieder löschen. Ich brauche es nicht. Ja, ansonsten konzentrieren Sie sich auf das wirklich Wichtige und konzentrieren Sie sich bei Ihren Besprechungen und Präsentationen eher darauf, ja, was Sie tatsächlich als Ziel in der Besprechung erreichen wollen. Also geht es eher darum, eine Entscheidung zu treffen oder etwas zu diskutieren. Und dann sollten vielleicht die Darstellung der Fakten kürzer gehalten werden und mehr Zeit für die Diskussion. Das würde ich mir immer wieder wünschen, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was ist eigentlich das Ziel meiner Besprechung, meiner Präsentation? Und dass Sie dann eher Ihre Präsentation darauf abstellen. Und nicht so sehr, was wäre jetzt technisch noch Schönes und Schnickschnack möglich. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.